kann ein wiedergeborener Christ verloren gehen, wenn es im ersten Timotheusbrief heißt, ergreife das ewige Leben? Bedeutet das im Umkehrschluss, ein wiedergeborener Christ kann das ewige Leben loslassen und wieder verlieren? Definitiv nicht. Im ersten Timotheusbrief werden praktische Ermahnungen an den sogenannten Mensch Gottes gerichtet. Das ist jeder wiedergeborene Christ, der hat das Glaubensgut angenommen, der hat Jesus Christus angenommen und der soll nun den guten Kampf des Glaubens kämpfen und das ewige Leben ergreifen. Im Gegensatz zum gottlosen Mensch, der auch im Timotheusbrief charakterisiert wird, der das Glaubensgut verwirft. Nun, was bedeutet das, ewige Leben ergreifen? Jeder Mensch bekommt durch natürliche Geburt biologisches und seelisches Leben, Bios und Psyche, so bezeichnet das die Bibel. Und jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der Jesus Christus annimmt im Glauben, erfährt eine geistliche Neugeburt und durch diese geistliche Neugeburt, Wiedergeburt, bekommt er das göttliche Leben, das ewige Leben, das Gott selbst hat, genannt Zoe. Auf dieses ewige Leben gibt es zwei Perspektiven, die johannitische. Bei Johannes ist der wiedergeborene Christ jetzt schon im vollen Besitz des ewigen Lebens, bereits jetzt schon in der Gegenwart im vollen Besitz. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und bei Paulus, die paulinische Perspektive ist eine zukünftige. Da steht das ewige Leben am Ende des Glaubensweges, also in der Zukunft. Was bedeutet das? Mit dem ewigen Leben, das heißt nicht nur unendliches Leben, sondern damit ist eine gewaltige Segensfülle verbunden, eine gewaltige Segensfülle und Freude verbunden. Und der Gläubige kommt in den Genuss dieser Segensfülle am Ende seines Glaubenslebens, im Prinzip dann, wenn er im Himmel ist. Das ist die paulinische Perspektive und die ist auch im Timotheusbrief gemeint. Da heißt es, ergreife das ewige Leben, das ist im griechischen Urtext eine einmalige Handlung. Also der Mensch Gottes, der wiedergeborene Christ, soll in Zeiten des Verfalls, darum geht es im Timotheusbrief, jetzt schon im vollen Genuss des ewigen Lebens kommen. Er soll jetzt schon die Segensfülle voll ergreifen und genießen. Das ist der Gedanke bei Paulus. Also, der wiedergeborene Christ ist jetzt schon im vollen Besitz des ewigen Lebens und er soll auch jetzt schon in den vollen Genuss der Segensfülle kommen, die in Verbindung steht mit dem ewigen Leben. Das ist der Gedanke im Timotheusbrief an dieser Stelle.